Willkommen bei Sägebob. Hier vor mir steht die Attica BKS 45-2, deren Motor über eine Leistung von 2,4 PS verfügt und 45,1 Kubikzentimeter Hubraum. Das Schwert hat eine Schnittlänge von 43 cm und derzeit gibt es die Kettensäge im Handel für um die 100 Euro zu kaufen. Natürlich unverbindlich. Aber es handelt sich hierbei um eine günstige Benzinkettensäge. Und ich möchte die Kettensäge jetzt über mehrere Wochen hinweg testen, um mir dann ein erstes Urteil bilden zu können. Ihr könnt dann sehen, was die Kettensäge so leisten kann. Ein Video über die Kettensäge beim Zusammenbau blende ich euch mal ein. Ja, das hatte ich ja schon gemacht. Und dann kann es mit den Sägen jetzt eigentlich auch schon losgehen. Auf geht's! Zuerst fangen wir mit der Sägeleistung bei der Attica Kettensäge an. Ja, ich habe schon mal was vorbereitet. Ich beginne mit einem kleinen Durchmesser und dann steigere ich mich Schritt für Schritt immer weiter nach oben. So wie ihr gesehen habt, zieht die Kettensäge problemlos durch. Bisher waren es 9 bis 20 cm. Aber jetzt will ich mal einen deutlich größeren Durchmesser ausprobieren. Das hier ist Aarum. Ja, das sind knappe 46 cm. Ja, machen wir 45 cm. Mal sehen, ob die Attica Kettensäge das schafft. Auch hier ging die Kettensäge butterweich durch und die Leistung reicht für diesen Durchmesser ebenfalls aus. Nun, warum säge ich jetzt nicht weiter? Weil sich jetzt ein leichter Kunststoffgeruch bemerkbar macht hier. Ihr könnt das natürlich leider nicht riechen. Wir haben ja kein Geruchsfernsehen bzw. kein Geruchsvideo. Aber ich merke, die Kettensäge riecht nach, ich will nicht sagen verbrannten Kunststoff, aber nach warmem Kunststoff. Ja.
Aber wenn ich hier mal anfasse, wird die Kettensäge schon deutlich wärmer hier oben am Gehäuse. Ja. Daher werde ich der Kettensäge jetzt erstmal eine Pause geben. Ich könnte die Kettensäge natürlich jetzt ans Limit führen, vielleicht noch zwei, drei weitere solche große Schnitte durchführen, aber das mache ich nicht. Ich weiß, das ist einfach eine günstige Kettensäge. Ja, die brauchen ihre Pausen, daher auch der Preisunterschied zu Profimaschinen. Das muss man einfach berücksichtigen, wenn man solch eine Kettensäge für solch einen günstigen Preis kauft. Ja. Hitzeschutz ist vorhanden, das ist ja kein Problem. Ja. Aber trotzdem ist die Kettensäge jetzt sehr, sehr warm. Ja. Die ganzen Schnitte, die ihr jetzt gesehen habt, das waren jetzt so ungefähr 10 Minuten. Und dazu würde ich bei dieser Kettensäge auch raten, wenn ihr selber mit der Säge Brennholz macht oder einen Baum fällt, dann sägt er mit 10 Minuten und dann macht er eine wiederum 10 bis 15 minütige Pause, bis die Kettensäge abgekühlt ist. Ja, im Privatbereich hat man ja Zeit. Ja, und dann kann man mit der Kettensäge problemlos weitersägen. So, ich habe noch ein bisschen weiter gesägt und musste jetzt aber aufhören, da jetzt ein spürbarer Leistungsverlust wahrnehmbar war. Ja, hat vielleicht der ein oder andere von euch auch gehört. Ich gehe mal davon aus, dass der Kraftstoff jetzt alle ist. Gucken wir mal nach. Ja, fast alle. Ich werde mal die Kettensäge auf eine gerade Oberfläche stellen. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Hier auf der Werkbank steht die Kettensäge jetzt gerade. Ein bisschen ist noch drinne. Also meine Erfahrungen sind jetzt diese, dass der Tankinhalt jetzt ungefähr für einen Raummeter Holz ausreicht. Und dann muss man die Säge wieder betanken. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Dann kann ich auch gleich das Öl noch nachfüllen. Was ich hier gut finde, ist, dass beide Tanköffnungen sich leicht öffnen lassen. Ein bisschen Öl ist noch drin. Sollte es ja auch sein. Ich mir gleich mal den Luftfilter anschauen. Also ich mache mal eine kleine Grundreinigung spätestens nach einer Tankfüllung. Na, das geht ja vom Verschmutzungsgrad. Das habe ich gerade gesehen hier. Ein bisschen Schmutz ist doch schon drin. Beziehungsweise Staub. Also ich habe jetzt ungefähr einen Raummeter mit der Säge gesägt. Das bedeutet also, des Öfteren reinigen. Es scheint doch ein bisschen hier beim Luftfilter durchzukommen. Den werde ich jetzt auch noch reinigen. Naja, hier ist noch ein bisschen
von der Produktion. Also hier wüsste ich jetzt, nachdem ich in den Vergaser bzw. in den Einlass reingeschaut habe, dass ich hier einmal öfters den Vergaser reinigen muss, da sich die Kapillaren bzw. die Membranen mit der Zeit zusetzen können. Also wenn ihr mal solche eine Säge im Einsatz habt und die verliert nach einer gewissen Weile an Leistung, dann kann das hier daran liegen, dass die Membranen teils verstopft sein können. Ja, der Motor bekommt dann nicht mehr ausreichend Sauerstoff und verliert dann an Leistung. Das habe ich gerade noch gesehen, das sind mir schon beim Zusammenbau aufgefallen. Im ersten Video, was ich euch mal oben rechts verlinke, dass man hier wirklich aufpassen muss, dass der Deckel wirklich fest sitzt. Ja, ich kenne es von anderen Kettensägen, die etwas teurer sind. Da schraubt man es zu und der Deckel sitzt richtig mit dem Gehäuse an. Ja, aber hier, seht ihr, hier sind noch so eine kleine Rillen offen. Da muss man etwas stärker zudrehen, wirklich bis zum Anschlag. Dann ist auch das Luftfiltergehäuse bzw. der Deckel wieder mit der anderen Abdeckung verbunden. Nicht, dass man den jetzt bloß halb aufschraubt und dann gelangen mehr Sägespäne zum Motor. Das möchte man ja nicht. Ich habe mit der Kettensäge jetzt mal einen Monat intensiver gesägt, mehrere Festmeter Holz am Stück. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es handelt sich hierbei um eine günstige Benzinkettensäge, die für den privaten Haus- und Gartenbereich vollkommen ausreichend sein dürfte. Sprich, wenn ihr damit etwas Bauholz schneiden wollt oder einen kleinen bis mittleren Baum fällen wollt, beziehungsweise wenige Raummeter an Holz im Jahr, dann dürfte die Kettensäge vollkommen ausreichend sein. Sie erfüllt ihren Zweck, das habt ihr ja gerade gesehen. Von der Sägeleistung ist mir bei der Kettensäge aufgefallen, dass sie bis zum Durchmesser zwischen 25 und 30 cm problemlos sägt. Ja, da gibt es nichts zu beanstanden, also knapp bis zu dem A hier vom Attika-Schriftzug. Und alles darüber hinaus, naja, da merkt man dann zunehmend, dass die Sägeleistung fehlt, beziehungsweise die Motorleistung. Da sollte dann auf eine Kettensäge zurückgegriffen werden, die mehr Leistung hat als die 45 Kubik und die 2,4 PS. Bisher gab es im Einsatz bei der Attika-Kettensäge keine Probleme. Ja, sie hat ein paar kleine Gebrauchsspuren, wie hier. Da hat sich schon der Lack etwas abgelöst am Schwert. Ja, und hier etwas am Auspuff.
Aber ansonsten gibt es da nichts Großartiges zu beanstanden. Ja, vielleicht hier noch, wo man ein bisschen aufpassen muss, das hatte ich aber bereits erwähnt. Der Deckel zumindest im kalten Zustand, da müsst ihr aufpassen, dass der wirklich dran sitzt. Ja, mir ist es öfters passiert, ich habe den Deckel aufgeschraubt und dann saß ja nicht auf mit dem restlichen Gehäuse. Ja, also muss ich ihn wieder abschrauben und nochmal aufschrauben. Ja, hier nutzt er sich, also hier nutzt sich die Schraube etwas ab. Na, hier muss man noch etwas länger drehen. Aber es ist ein minimaler Nachteil. Ja. Hier sind kleine Atemzugserscheinungen. Gut, vielleicht habe ich ja etwas zu beanstanden und das ist die etwas labbrige Kettenbremse. Die ist wirklich etwas zu locker. Sie funktioniert zwar, aber das könnte vielleicht etwas besser gelöst sein. Vom Handling her geht es. Sie verfügt über einen großen Bügelgriff, sodass man in verschiedenen Richtungen die Säge auch führen kann. Ja, vom Gewicht her, sie ist etwas schwerer. Es gibt deutlich leichtere Kettensägen in diesem Leistungsbereich, aber die sind dann in der Regel auch etwas teurer oder auch deutlich teurer. Das ist aber in dieser Preiskategorie, denke ich mal, zu vernachlässigen. Was mir bisher sehr gut gefallen hat, ist, dass die Artica BKS 45-2 zu den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen anspringt. Bereits nach wenigen Zügen läuft der Motor. Da spielt es keine Rolle, ob jetzt 10 Grad draußen sind und die Sonne scheint oder die Säge im Schnee eingesetzt wird bei 0 Grad. Der Motor springt binnen kurzer Zeit sofort an und macht keinerlei Mucken. Vom Kraftstoffverbrauch, ja, sie verbraucht etwas mehr. Das liegt aber vielleicht unter anderem auch an dem Gemisch von 1:40. Also öfters mal nachtanken. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass man nach ungefähr 10 Minuten die Kettenspannung überprüfen sollte. Dann löst sich die Sägekette ein wenig. Ja, das gibt der Hersteller auch so an. Immer so nach 10 Minuten Kettenspannung überprüfen und dann nochmal notfalls nachspannen. Also das kann ich so bestätigen. Wie ich bereits anfangs festgestellt habe im Video, braucht die Kettensäge ihre Pause. Das muss man immer berücksichtigen. Es handelt sich hierbei um keine Profimaschine. Ja, aber dann sägt sie ohne Einschränkungen. Dies sowohl bei warmen als auch bei kälteren Temperaturen. Aber eben, man muss der Kettensäge ihre Pausen gönnen. Und wer diesen Punkt etwas berücksichtigt und die Kettensäge nicht für Sägearbeiten benutzt, für die sie nicht konzipiert worden ist, der dürfte mit der Artica BKS 45-2 über viele Jahre seine Freude haben. Ja, das weiß ich auch deshalb, weil ich schon andere Produkte von Artica über viele Jahre nutze und die machen keinerlei Probleme, sofern man diese nicht überbeansprucht. Ja, so, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Demnächst folgen noch weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Und ich säge jetzt erstmal mit der Artica Kettensäge weiter.